Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Das Goldene Leben hier auf YouTube. Jeden Sonntag ab 19 Uhr sind wir natürlich auch live auf Twitch zu sehen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie die Folgen aufgenommen werden, dann schaut da auch gerne vorbei. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, und wir haben jetzt die ersten 10 Tonnen Kalk auf dem Hänger. Und dann rufen wir noch einmal an. Nicht, dass wir vor verschlossenen Hütten stehen. Ja, Stalter. Ja, Weidemann, guten Abend. Servus, guten Abend. Ja, Sie passen auf, wir haben Ihre 10 Tonnen Mineraldünger auf dem Hänger hin. Da drauf wäre jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Optimal, ja, ich bin nebenan am Feld, gleich neben dem Hof. Ja gut, also ich schätze mal, nächste 5 Minuten wäre ja da sein. Dann müsst jetzt mal sagen, wo es denn wollen, gell? Ja, am besten von uns bis kurz vor Ortsausgang und dann die letzte links rein. Das ist ein bisschen eine LKW-freundlichere Zufahrt. Ja, ich schau mal, ob ich es finde, gell? Also ich bin jetzt nämlich am Fahrzeughandel da beim Hörermann oder wie der heißt, da bin ich jetzt gerade vorbeigefahren. Ja, einfach bis es quasi nicht mehr weitergeht und dann links rein, da ja. Geht's ein bisschen am Berg runter und dann sind es doch perfekt auf dem Weg. Ah, okay, alles klar, dann weiß ich Abscheid. Ja, dann bis gleich. Ja, bis gleich. So, dann fahren wir mal vor oben. Franz. Na, aber ich mache das lieber jetzt mit den Auslieferungen von den Mineralien gleich, weil jetzt verlieren wir nicht gar so viel Zeit. Ja, Biestendung, das ist schon das für Straßen da. Ganz durch, bis es nicht mehr weitergeht, hat er gesagt. Dann schauen wir mal, bis es nicht mehr weitergeht. Also da hinten hört die Straße auf. So, jetzt wo ist da die Einfahrt? Ja, in der Kur nach, da siehst du ja gar nichts hier, das ist ja eine Katastrophe. Ja, Weidemann, sie sind gerade schon vorbeigefahren. Da sind sie richtig unterwegs. Ja, ich sehe bloß da an der Tour, die ist halt nichts. Dunkel ist das, stimmt, ja. Ja. Oktober nicht die hellsten Monate. Ah, da ist schon mal was, wartens. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Ja, genau. Dann einfach links halten. Immer dem Licht entgegen. Also jetzt nicht nur metaphorisch hoffen. Jetzt hier gehen wir wieder was da. Wunderbar. Da können uns quasi da irgendwo bei der Grünfläche oder die andere Seite, wir können uns abladen. Ja. Warten Sie geschwind. Na, Karsten anrufend. Ja, Hofer, was ist los?
Ja, servus, Karsten, du, der Hofer, vor allem zwei mit Ehren. Servus, was ist los? Du, hey, du hast deinen Striegel jetzt gerade brauchen nicht mehr. Nein, den kannst du noch hin, wenn du ihn brauchst. Da darfst du mal ausleichen, hey. War alles eine Möglichkeit. War eine Möglichkeit, ja. Super Sache, egal, da ist sofort vorbeikommen bei dir. Ja, mach das, kein Problem. So. Ja, gewaltig, ja, servus, derweil, habe die Ehre. Servus. Danke dir. Yes. So, Weidemann. So, Herr Stoi, da hätten Eins, wir Ihre 10 Kubik. 19, perfekt. 10 Kubik. Rechnung, der die Ehren dann im Lauf des heutigen Abends oder morgigen Tags, der die Ihnen Rechnung schicken, gell? Ja, genau. Vielen Dank, das passt so. Alles klar. Den Kalk nicht vergessen, ne? Ja, nein, den habe ich schon notiert, gell? Die 59,5. Optimal. Alles klar, Herr Stahl, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, gell? Gleichfalls, servus, ja, schöner Feierabend irgendwann, ne? Ja, danke. Ciao. Ciao. So, dann hätten wir die 10 Tonnen schon mal ausgeliefert. Mal schauen, dass wir da noch irgendwas zusammenfahren. So, jetzt fahren wir uns von der eigenen Spur hinterher und dann finden wir wieder die Ausfahrt. So. Ja, wir sind wieder auf der Hauptstraße. Jawohl, dann geht es wieder auch nicht ab. Wenn da jetzt nicht bremst hätte, hätte es voll gescheppert oder was ist. Der fährt hier von wie irre da, ja, der Hof, Franz, du, das ist schon Wahnsinn. Ey. So, dann fahren wir mal vorhin die 30 Kubik. Beziehungsweise, nein, wir warten geschwind. Wir fahren sich schon anders. Ja, rufen wir. Also, eine Sauerei, du, dann ruf jetzt erstmal den Bürgermeister an. Der kann er fährt da noch um, das ist ja ein Wahnsinn, ey. So, oh, Telefon, oh, hab ich das Teil schon wieder, wo ist das Ding schon wieder hingefahren? Eckleben! Ja, Weidemann, grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ha, Herr Weidemann, grüß Sie. Herr Bürgermeister, zwei Sachen hätte ich auf dem Herzen. Ja, erzählen Sie. Ja, Nummer eins. Nummer eins, ich brauche ein neues Bauland. Bauland, ja, ja. Und zwar, jetzt müsste ich geschwind mir helfen, weil ich bin am Fahren. Ich habe jetzt leider nicht auf die Karten schauen. Warte, ich halt kurz an, so, jetzt kann ich gucken. Und zwar die Grünfläche direkt westlich von meinem Industriegebiet. Das müsste, glaube ich, die äußere 40 sein. Das ist die 41, ja, ist richtig. Genau, die werde ich dann als Bauland akquirieren. Ja, das ist ja jetzt gerade aktuell, ist das ja eine Wiese. Ja, richtig, genau. Aber ich hab da, wissen Sie, wir haben ja heute am Nachmittag haben wir ja da die Vorstellung gehabt von den Fahrzeughändlern, von der neuen Maschine und so, wissen Sie ja, was ich meine? Ja, ja, mit den hier Karotten waren es, glaube ich. Ja, genau, richtig, ganz genau. So, jetzt hat der Landesverband für die landwirtschaftliche, schieß mich tot, ich weiß jetzt genau nicht, wie das Ding da genau heißt, wo halt da dafür ganz oben zuständig sind, das Bundes, irgendein Institut war das auf jeden Fall, Ministerium, ja. Was weiß ich, Landwirtschaftsministerium, wie auch immer.
Ja. Die haben mich jetzt angerufen und haben gesagt gehabt, ja, wie es denn ausschaut bezüglich Bauland für die neuen Fabriken, weil da gibt es ja Konserven und Suppen und keine Ahnung was alles. Dann habe ich denen gesagt, wir haben keinen Platz dafür. Und dann sagen die, das ist denen völlig wurscht. Ich soll gucken, dass ich Bauland kriege, weil die Fabriken müssen daher, weil sie wollen ja zurück ins goldene Zeitalter der Landwirtschaft hier in Thüringen, ne? Ins goldene Leben der Landwirtschaft. So. Und wenn ich das Bauland nicht akquiriert kriege, egal auf welchem Wege, dann war es das. Dann sehen sie mir auch auf gut Deutsch gesagt. Ja, das wollen wir dann natürlich nicht. Deswegen bereichere ich dann da halt dementsprechend eine Grünfläche, wo möglichst nichts drauf ist, außer halt Gras, klar, aber dass die das dann akquirieren kann, dort als Bauland. Ja, das können Sie machen. Ich notiere mir das kurz. Und dann hier, sobald ich wieder in meinem Büro bin, das spricht so ungefähr Stunde, anderthalb, irgendwie sowas um den Dreh, denn hier werde ich das sofort in die Wege leiten. Das klingt doch super, Herr Eckleber. Ja. Was war das Zweite? Ja, das Zweite, ich bin gerade am Ausliefern von meiner ganzen Bestellung. Ja. Und hatte jetzt gerade eine Fuhre mit 10 Kubik Mineraldünger zum Herrn Stahl, da ganz im Norden der Stadt, ne? Oder in des Landkreises. So, ja, der ist ganz oben, genau. Ja, genau. Und dann habe ich die bei ihm abgeliefert, alles super, bin in Leer zurückgefahren und kurz vor der Stadt kommt mir der Hofer Franz mit dem Trecker entgegen, schneidet meine Spur und schießt mich hier gar von der Straße. Weil er mit seinem Trecker auf den Hof reingefahren ist von Herrn Stahl. Ich weiß nicht mal, ob er mich gesehen hat, dass ich da ihm entgegengekommen bin. Aber der ist gefahren wie eine gesenkte Sau, sage ich Ihnen so, wie es ist. Ja, das geht natürlich nicht. Also Straßen, ich meine, Entschuldigung, wir haben zwar in Deutschland einen wilden Verkehrsschilderwald, ne, wissen wir ja alle, aber für was standen denn da Schilder, dass man sich dann überhaupt nicht mehr traut heute? Also ich meine, auf der Gegenspur nicht schneien, das geht halt schon mal gar nicht. Ja, das ist eine Katastrophe. Da kann ich Sie verstehen, dass Sie verärgert sind. Nee, das geht nicht. Das hier, der Hofer, sagten Sie. Ja, der Hofer Franz ist das gewesen, genau. Auf jeden Fall, weil, verstanden Sie mich richtig, mir geht's jetzt auf der ersten Linie geht's mir um die Gesundheit. Klar, auf der anderen Seite, ich fahre gerade mit meinem richtigen... Oh, schon wieder Telefon. Herr Kleben! Hallo, Herr Eckleben. Ist da Herr Weidemann bei Ihnen? Ja, den habe ich gerade in der Leitung. Ja, Weidemann, grüß Gott, Herr Walter. Hallo, Herr Weidemann. Benötigen Sie Hafer? Hafer? Ja. Oh, jetzt lassen Sie mir mal geschwind schauen. Sie haben gerade Glück, Herr Walter. Ich stand gerade auf meinem Gelände. Da konnte ich jetzt gerade geschwind nachschauen. Dauert natürlich trotzdem Sekunden. Hafer. Brauche ich irgendwo Hafer? Ja, ich kenn's Erna tatsächlich. Ich werde ihn dann tatsächlich abkaufen. Ja, was wäre der Preis? Jetzt warten Sie für den Hafer, für die Tonne. Das hat sich hoffentlich rumgesprochen, dass Tonne bei mir immer 1000 heißt, gell? Ja, alles gut. Ja, weil es gab immer noch so den einen oder anderen, der dann gedacht hat, ich meine damit ein Liter, mit einer Tonne. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wo die auf die Schule gegangen sind, aber ja. Nö, eine Tonne sind 1000 Kilo, oder? Genau, ja, richtig, genau. Also, das ist richtig, nach Adam Riese ist eine Tonne immer noch 1000 Kilo. Ja, richtig. Also, jetzt passen Sie auf, Herr Walter. Was Sie gerne machen könnten, wäre nach aktuellem Stand in meiner super App hier hätte man einen Verkaufspreis von, wo war er jetzt wieder, der Hafer, Weizen, Gerste, Raps, nach der Gerste steht der Hafer. Da, jetzt, ja, danke schön, jetzt hätte ich sie auch schon wieder überlegen. 960. 960, letztes Wort oder machen wir 1000 glatt? Ja, 1000 geht nicht. 1000 ist definitiv zu viel. 980. Jetzt lassen Sie mal schön schauen.
Sie sind mit Verlaub sehr, sehr. Ja. Puh. Sehr, sehr ehrgeizig. Ich möchte natürlich nur das Beste aus meinen Produkten rausholen. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, Herr Walter. Das geht mir nicht anders. Und ich möchte natürlich möglichst günstig einkaufen und auch mein Geld verdienen. Verstanden Sie mir auch? Jetzt passen Sie auf. Das ist richtig. Okay. Was ist denn hier jetzt so? Warum ist denn so? Ja gut, weil Sie sind, Herr Walter, machen wir 89. Sehr schön. Dann, das EU fängt jetzt an mit Dreschen und ich würde das im Anschluss direkt zu Ihnen bringen. Jawohl. Alles klar. Wenn Sie eine genaue Zahl haben, dann, oder wenn Sie den ersten Hänger voll haben, dann rufen Sie mich nochmal an, dann sage ich Ihnen, wo Sie es noch aufbringen dürfen, gell? Mach ich. Super, danke schön. Tschüss. Ciao. Der Herr Walter, bei dem war ich auch noch nicht gewesen. Mit dem habe ich auch noch nicht so viel zu tun gehabt bis jetzt. Muss ich auch unbedingt nochmal nachholen. Scheint ja ein ganz netter zu sein. Ja, nett ist auf euch fair, aber verhandeln du oder wie ein Großer, gell? Ja, das muss man aber auch machen. So, nur die Harten kommen in den Garten, oder wie heißt es so schön? Das ist richtig. So, das war der Herr Walter. Ich kann Ihnen verkünden, dass das Feld 33 oder wo ich hier gerade bin, ich dresche das ja gerade ab für Sie. Ja. Das kriege ich heute Nacht noch fertig. Ja, Sie wissen, hat es der Bäckerin gesagt, dass das LU nur bis 22 Uhr arbeitet? Ja, das hat er mir gesagt, aber ich habe nur noch zwei Bahnen hier oder drei. Ja, super, okay, alles klar. Ja, also das ist mir dann auch egal, da muss ich morgen früh nämlich nicht extra wieder hier fahren, kann ich ein bisschen länger schlafen, wissen Sie? Ja, das kann ich auch vom Waffel ziehen, ne? Ob ich dann halt mal eine halbe Stunde überziehe, dann ist mir das egal. Ja, jetzt passen Sie auf, Herr Eklem. Ich möchte Sie gar nicht länger aufhalten als nötig. Ja, ich habe auch, weil ich Sie gerade am Rohr habe, ich habe Ihnen wie versprochen jetzt die eine Lieferung da in die Silo und das andere wieder in die Produktion gepackt. Die ja. jeweils einen Anhänger. Wo soll ich denn mit dem Rest hin? Jetzt passen Sie auf, dann machen Sie es so, dann schmeißen Sie mir den Rest auch ins Silo rein. Alles ins Silo, okay. Ja, machen wir es so. Herr Eckleben, eine Sache noch. Die müssen wir jetzt aber nicht gleich beantworten, können Sie vielleicht sich mal erkundigen bei Ihren Kollegen oder so im Umkreis, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt für Subventionierungen in Form von Nachhaltigkeit bei der Haltung von Nutztieren. Ja, ich wurde auch schon angefragt wegen Bioanbau, weißt du? Ja, das ist. Deswegen da die Subventionierung. Ja, ich muss mal mit meinen Kollegen, ich muss mit den Herrn Neumann und den Herrn, wie heißt er noch gleich? Ja, Eckleben! Herr Eckleben! Ja! Ich wollte eigentlich in Manfred. Ja, Henry, her mit! Manfred! Du, schnelle, kurze Minisache. Ja. Wie schaut's denn jetzt bei dir aus wegen dem Ballabtransport? Und das, was wir letztens geredet haben, wo wir das in Nacht- und Nebelaktion machen? Grundsätzlich wäre das schön, wenn wir das fertig kriegen würden. Auf der anderen Seite muss ich jetzt aber gerade noch drei komplette Sattelauflieger Dünger noch zum Herrn Hintermeier fahren. Den ersten habe ich jetzt gleich bei ihm unten. Da muss ich noch zweimal zur BGA die Container holen, umschreiben, dann zu ihm wieder fahren und danach könnte ich dann anfangen. Du hast einen Sattelauflieger? Ja. Yeah. Geht da kalt auch rein? Ja, yeah, in Big Packs. Da muss ich mit meinem Schüttgut, weil ich brauche Schüttgut. Sonst hätte ich dir das schon angeboten, dass ich dir den bringe in Big Packs, weil die Big Packs habe ich auch noch ein paar rumstehen, also in der Fabrik, aber. Ja, nee, mir ist gerade lieber Schüttgut, weil bei mir
alles derzeit ins Lager geht. Ja. Was ist denn jetzt auf dein Grasfeld noch zu machen? Man müsste das noch fertig schwadern und dann eben die 2,40 Meter Ballen pressen. Ja, weil wir gehen eh bald in die Nachtruhe. Grutze, fix, jetzt bin ich an der Einfahrt vorbeigefahren, an der Ausfahrt vorbeigefahren. Ach, steig mal in die Asche. Ja, schön. Na. Siehst du eh schon nichts bei der Kur nach, da siehst du nichts mit den Funzeln da von dem LKW und dann fährst du an der Straße, an der Kreuzung vorbei. Ah, Kruzifix. Ja. Dann, wir haben eh in einer Stunde circa Mittagspause, ja, Nachpause. Dann telefonieren wir uns nochmal zusammen, oder? Ja, machen wir dann so. Also wie gesagt, du kannst ansonsten einmal schon mal mit, wenn du deine, hast du deinen Hänger gerade da, deinen Schütthänger? Der steht bei mir noch am LU, ich bin gerade voll in der Arbeit drinnen. Okay. Ja, nee, passt. Gut, wenn du jetzt. Ja. Nee, dann telefonieren wir uns nachher nochmal zusammen, gell? Ja, genau. Alles klar, bis dahin, Henry. Ciao, ciao. Bis später, ciao. So, Herr Eckle, Entschuldigung. Ja, passiert. Wir sind genauso beschäftigt wie alle anderen hier auch. Also, ich kann das definitiv verstehen. Mein Telefon geht ja hier auch immer nur in einer Tour. Dann schmeiß ich das Ding mal weg, wenn mir das vom Schoß fällt. Und ja, ich kenne das. Ja. Na, jetzt passt es auf. Ich frage mich deswegen, weil das hat den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben. Wir haben ja mittlerweile den Viehhandel komplett übernommen. Noch. Und ja. Unser Lieferant, oder mein Lieferant, der mir die Viecher dann immer ausliefert, der hat jetzt eine neue Regelung aufgestellt, von wegen, ja, er liefert mir nur noch die Viecher, für die ich selber, also nicht irgendein Landwirt, sondern ich selber, die Stallungen hätte. So, ja. Deswegen konnte ich damals die 29 Milchkühe am Hofersfranz, die konnte ich ihm liefern, weil ich selber in meinem Farmhaus anbaut Kuhstall drin haben. Aber für Schaf und für Herner und für Schwandel, ja, Sie wissen, was ich meine, habe ich noch keine Stallungen. Und ich bin dann auf lange Zeit sowieso darauf aus, dann mir da ein paar von den Viecher selber zum Häuten natürlich unter dementsprechende Auflagen, ist klar. Aber wenn ich jetzt Bauland kaufen muss, was mir da das Landeswirtschaftsministerium oder das Landwirtschaftsministerium auferlegt hat und jetzt auch noch die Viehstall bauen muss, dann kann ich mein Land zumachen, weil dann ist mein Konto leer. Und einen Kredit wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Deswegen denke ich, frage erstmal nach, ob es da irgendeine Art von Subventionierung gibt. Egal ob jetzt fürs Bauland, weil es vom Ministerium kommt, dass wir da in Berlin vielleicht mal, dass sie da vielleicht mal ihr Amt ausüben könnten und da mal politisch mal nachhaken könnten, ob die was subventionieren oder ob es auf die Viehstellung, ob es irgendwas gibt. Ja, muss ich. Ich werde mal meine Nachbargemeinden fragen, wie die das denn so sehen. Wie gesagt, den Herrn Neumann und den Herrn Balkan, den werde ich mal fragen, wie die das handhaben. Aber ich werde Sie da auch für jeden Fall auf den Laufenden halten. Alles klar, Herr Eklin. Dann danke ich Ihnen recht schön, wünsche Ihnen dann jetzt gleich einen schönen Feierabend und mir Herrn voneinander, gell? Ja, wie gesagt, ich mache Ihr Feld hier noch eben fertig. Das sind noch, wenn Sie auf GPS gucken, das ist wirklich nur noch ein Fitzel, was ich hier machen muss. Dann kann ich morgen etwas länger schlafen, dann mache ich heute eine halbe Stunde länger. Genau, so machen wir das, gell? Ja. Alles klar, Herr Eklin. Dann trotzdem noch einen schönen Abend dann, gell? Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ich schicke jetzt alles in die Silo, was ich jetzt. Es ist noch dieser Anhänger und vielleicht noch anderthalb oder so. Ja, alles klar, so machen wir das, gell? Ja. Dankeschön, viel gut. Bis dann, tschüss. So, dann rufen wir den mal oder Hanna. Nee, aber das werden wir so machen. Nehmen wir das nächste Mal einen dritten schlechten Kredit auf und dann. Ja, das wird ja morgen aufgehen. Telefon. Wo ist das Telefon? Da hinter mir. Ja, Weidemann, guten Abend. Ja, Abend. Herr Hintermeier, ich wäre jetzt in Ihrem schönen, beschaulichen, kleinen Mini-Örtchen hier, wo Sie Ihren Hof gebaut haben, mit Ihren ersten 10 Kubik Mineraldünger. Wo wollen Sie die hier haben? So. Warten Sie kurz. Dann sagen Sie mir jetzt nicht, ich soll das Schlachtschiff hier wieder rückwärts die Straßen anschieben, dann springe ich Ihnen ins Knick. Nee, muss nur kurz gucken. Wo stehen Sie denn überhaupt? Sehen Sie gar nicht. Ja, und da an der Kreuzung unten. An der Kreuzung. Ein Stück müssen Sie zurück.
Ah, Kruze, fix, aber noch. Also wenn sie ein Stück zurück und dann sehen sie eh gleich die kleine Ausweichstelle da mit so einem Silo. Ja, bei der Kur nach, da sieht man gar nichts. Ah, da hinten meinen sie die Pflaster, die Flechter. Ja, genau. Und da soll ich sie ihnen hinschmeißen oder stellen oder wie? Da wäre so noch Silo dort. Da müsst ihr nicht reingehen. Ja, ich hab's aber nur in Paletten. Jetzt kann ich nicht auf Silo drauf schmeißen, haben sie keinen Platz mehr. Ja, dann hauen sie es ins Palettenlager rein. Da ist auch so ein kleines Lager gleich daneben. Alles klar, dann schmeiß ich es eher danach, gell? Jo, passt. Alles klar, dankeschön. Rechnung ebenfalls. Kommt, die Rechnung und die restlichen mache ich dann über Nacht, gell? Ja, passt. Alles klar, für Gott. Servus. Jo, mein Lieben. So, dann schmeißen wir die 10 Dinger danach. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen, meine Lieben. Und ich darf euch an dieser Stelle dann auch noch abschließend erstmal Danke sagen fürs Anschauen. Und sofern, ich muss jetzt gerade mal rechnen. Ja, wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ist ja nicht mehr weit hin bis zum Heiligabend. Und auch schon mal die Info, dass es zwischen Weihnachten, also zwischen dem 24. und dem einschließlich 1. Januar keinen Livestream geben wird. Das ist schon mal die Ankündigung, weil da der Großteil von unserem Team einfach privat im Real Life im Weihnachtsurlaub ist. Aber bis dahin sind wir natürlich jeden Sonntag nach wie vor live ab 19 Uhr für euch auf Twitch und auch weiterhin mit natürlich 4 Folgen pro Woche auf YouTube. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, lasst gerne den Daumen da, ein Abo da und auch gerne den Kommentar in den unten reinschreiben. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.